Sehr geehrte Damen und Herren, die Romanschrift, der Satz als utopischer, allesumgreifender, aller Weltinnenraum, als körperliche Bewegung und Atemzug, als Zeitdelta und Stimmentanz, also Musik. So der Titel der zweiten Poetikvorlesung von Madame Nielsen. Im Namen des Literaturhauses und des Deutschen Seminars der Universität Zürich möchte ich Sie ganz herzlich zu den Poetikvorlesungen 2020 begrüßen. Ganz herzlich möchte ich die Autorin begrüßen und Salome Meyer, die die heutige Einführung halten wird. Mein Name ist Gesa Schneider, ich bin die Leiterin des Literaturhauses. Die Poetikvorlesungen werden, ich möchte ganz kurz daran erinnern, seit 1996 vom Deutschen Seminar organisiert und finden seit 2000 hier im Literaturhaus statt. Und zum ersten Mal unter den jetzt anzufindenden Bedingungen, was dazu führt, dass sie zum ersten Mal gefilmt und zum ersten Mal gestreamt werden. Autorinnen und Autoren der Poetikvorlesung waren in chronologischer Reihenfolge, diesmal lese ich sie alle vor, Anne Duden, W.G. Sebald, Volker Braun, Monika Maron, Robert Schindel, Ralf Dudli, Barbara Honigmann, Franz Hohler, Christoph Ransmeier, Hans-Josef Orteil, Doris Grünbein, Hertha Müller, Michael Donhauser, Marcel Bayer, Paulus Hochgatterer, Sibylle Levitscharow, Brigitte Kronauer, Lukas Bärfuß, Georg Klein, Aris Fioretos, Katrin Rögler, Sascha Stanicic, Melinda Nadj-Abonji, Marion Poschmann und jetzt Madame Nielsen. Morgen zur Info finden die Werkstattgespräche mit Madame Nielsen ohne Öffentlichkeit statt. Bevor wir Madame Nielsen heute Abend auf der Bühne sehen und hören, kann ich sagen, dass sie diese und letzte Woche mit jedem Atemzug die Stadt erkundet hat. Sie hat die Wanderschuhe, die auf der Bühne standen, nicht als Dekoration benutzt. Nein, sie ist am Montag auf eine 9-stündige Wanderung gegangen. Vom Züriberg über Schwammendingen, Oerlikon, den Käferberg, Hönk, das Industriequartier, entlang der Limmat, durch Wirdikon, entlang des Schanzengrabens, zum Zürichsee und durch die Altstadt zurück zum Hotel St. Josef. Von 10 bis 19 Uhr. Sie hat viele Menschen getroffen. Sie war zu Gast im Kulturplatz vom Schweizer Fernsehen SRF. Sie wird nächste Woche in der Buchhandlung Paranoia City Bücher signieren. Bevor wir Madame Nielsen zuhören, möchte ich Salome Meyer kurz vorstellen. Sie ist Assistentin am Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur von Philipp Teilsohn. Sie ist freischaffende Literaturredakteurin bei SRF Kultur, SRF 2 Kultur. Ihr Promotionsprojekt heißt Dissolving Women zu einer Poetik von Virtualität und Weiblichkeit. Und sie ist verantwortlich von Seiten der Universität für die Organisation der Poetikvorlesung. Salome Meyer. Ja, auch in meinem Namen darf ich Sie ganz herzlich zu dieser zweiten Poetikvorlesung mit Madame Nielsen begrüßen. Bei Serien gibt es das ja häufig, dieses Was das letzte Mal geschah. Eine kleine Rekapitulation der letzten Sendung, um die folgende Sendung vorzubereiten. Und weil auch diese Poetikvorlesung Teil einer Serie ist und ich im Grunde ihr personifizierter Prolog, hier also Was das letzte Mal geschah. Bei der ersten Poetikvorlesung letzte Woche ist eine Person auf diese Bühne getreten, deren allererster Satz war, sie sei nicht Madame Nielsen. Das war ein wenig überraschend, immerhin hatten sich die meisten von uns hier im Literaturhaus oder online im Livestream eingefunden, um die Poetikvorlesung von Madame Nielsen zu hören. Wenn diese schmale Person in den schweren Wanderschuhen auf der Bühne nun nicht Madame Nielsen war, wer war sie dann? Wie eine Priesterin vor ihrer Glaubensgemeinde begann dann diese Person, die nicht Madame Nielsen war, ihre Predigt, währenddessen sie sich langsam aus ihrer Wanderuniform schälte. Schriftstellerin, sagte sie, sei sie nur in dem Moment, in dem sie schreibe. Daneben sei sie ganz vieles anderes. Sängerin, Pianistin, Dramatikerin, Mütze und Handschuhe fielen zu Boden. Fotografin, Tänzerin, Haute-Couture-Model,
Die Jacke wurde kokett an diesen Literaturhaus-Banner gehängt. Wanderin, Nonne und Priesterin, sie schlüpfte aus den Wanderschuhen, stellte diese demonstrativ auf das Rednerpult. Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Weltbürger und Europäer, die Aufzählung gewann an Tempo. Verliebte, Liebende und ab und zu Geliebte, Pathos. Tier und Wesen und Unwesen, Zombie und reiner Geist und vor allem, und die Rede kam zu einem ersten Höhepunkt, ich bin nicht irgendetwas Bestimmtes. Ob Madame Nielsen oder niemand Bestimmtes, wer immer an diesem ersten Abend der dreiteiligen Poetikvorlesung hier auf dieser Bühne im Literaturhaus Zürich vor anwesendem und nicht anwesendem Publikum sich textil enthüllte und textuell entwarf, was immer sie von sich und ihrem Schreiben erzählte, es war weder wahr noch falsch, sondern etwas dazwischen. Denn das ist das Reich der dänischen Schriftstellerin und Performancekünstlerin Madame Nielsen. Ein Ort des Übergangs von Leben und Literatur, von Körper und Figur, von Kunst und Wirklichkeit. Alles ein einziger Übergang, Grauzone, Kippbild, Verwandlung, ein ständiges Wandern und Wandeln. Und wir selbst waren eben Zeuginnen geworden einer jener Verwandlungen. Mit den Wanderschuhen auf dem Pult und mit schnellen Schritten durch ihre eigene Lebenschronik schreitend, demonstrierte Madame Nielsen, dass Leben und Werk bei ihr immer schon zusammengehören, dass es ein einziges Lebenswerk ist und somit auch ein lebendiges Werk, das sie am Leib trägt und mit sich fortträgt, wohin sie auch geht. Schrift ist bei Madame Nielsen Bewegung, und zwar buchstäblich körperliche Bewegung. Es ist die Bewegung, die sie, wie den Protagonisten in ihrem Roman Das Monster, in kalten Herbstnächten warm hält oder man könnte auch sagen, am Leben hält. Nie stillstehen, sondern immer in Bewegung ist Madame Nielsen aber auch nie da, wo man sie erwartet und manchmal auch einfach plötzlich nicht mehr da. Das wissen die Studierenden des Begleitseminars, das ich an der Uni unterrichte, am besten. Als ich letzte Woche im virtuellen Werkstattgespräch Madame Nielsen ankündigen wollte, verließ sie die Aula mit den Worten, das werden wir ja sehen. Und ich stand einige Sekunden in dieser Aula, sie gehören zu den längsten meines Lebens, alleine und wartend, was jetzt passiert. Doch nach einer unbestimmten Zeit betrat Madame Nielsen den Raum wieder, setzte sich an den Flügel und begann zu spielen. Der Schritt weg von der Bühne ist bei Madame Nielsen aber nie nur Performance, sondern immer schon politisch motiviert. Wer sich wie Madame Nielsen oder die Figuren in ihren Romanen der Logik des Theaters entzieht, wehrt sich gegen das enge Korsett der fremdbestimmten Identität, befreit sich von der immer gleichen Aufführung sozialer und geschlechtlicher Rollen und leistet so im weitesten Sinn Widerstand gegen politische Zwänge und körperliche Zuschreibungen. Als Madame Nielsen 2013 das französische Nonnenkloster Les Récollets als Mann betritt und als Frau verlässt, ist es weniger eine Geschlechtsverwandlung als vielmehr eine Anverwandlung. Sowohl Madame Nielsens Auftritte als auch ihre Romane, insbesondere Der endlose Sommer, der 2018 auf Deutsch erschienen ist, erinnern fortan an die dänische Autorin Karen Blixen, die zufälligerweise oder nicht exakt 9 Monate vor Nielsens Geburt am 7. September 1962 verstarb. I am many that I can be, schrieb schon Blixen unter ihrem Pseudonym Isaac Dinesen in einer Erzählung namens The Dreamers. In dieser Erzählung entdeckt eine junge Sängerin, dass sie immer wieder neue Identitäten sich überziehen kann und manchmal verfließen ihre Konturen, als wäre sie selber ein Vogel. Ob Huldigung an eine späte Schriftstellerin und Old Soul, wie sich Karen Blixen selbst nannte, oder leibhaftige Inkarnation. Im Grunde vollführt Nielsen am eigenen Leib, was Blixen knapp ein Jahrhundert zuvor in ihrer Erzählung zu Papier gebracht hatte. Identität ist, wie Per Thomas Andersen gezeigt hat, in Wahrheit immer schon eine narrative Konstruktion. Und so macht auch Madame Nielsen keinen Hehl daraus, dass sie immer schon Figur und Schöpferin ist und nicht nur diese oder jene, sondern unendlich viele und wenn nicht jetzt gleich auf dieser Bühne, so doch als Möglichkeit und als Potenzial in sich drin. Herzlich willkommen, Madame Nielsen.
Zuerst muss ich sagen, dass letzte Woche war, als ich immer noch in Kopenhagen war, war hier irgendein Mensch. Dieser Mensch, die behauptete, dass sie stelle sich vor als eine Frau, aber ganz deutlich habe ich im Netz gesehen, dass das war ja, obwohl kein richtiger Mann, dann doch jemand eher männlich. Und er hat gesagt, ich bin nicht Madame Nielsen. Aber das war eine Lüge. Das weiß ich. Und das kann ich beweisen. Das war eine Lüge. Der war Madame Nielsen, weil ich bin diejenige, die nicht Madame Nielsen ist. Und so, mit dieser Berechtigung kann ich anfangen. Mit der ersten echten Poetikvorlesung in dieser Reihe. Knistern von Plastik ist immer gut. Madame Nielsen. Die Zürcher Poetikvorlesungen 2020. Herzlich willkommen. Diese ist die zweite. Der Satz als utopischer, alles umgreifender Allerweltsinnenraum. Als körperliche Bewegung und Atemzug, als Zeitdelta und Stimmentanz, also Musik. So fängt es an. Letzten Endes muss der Satz vor allem Musik sein. Der Romansatz als Musik, die eine Wirkung, aber keine Bedeutung hat. Sie bedeutet nichts, sie ist. Ja, nur als Musik und also vorerst singend, nichts sagend, kann der Satz, indem er hörbar als wellender Schall sinnlich und merkbar ist, allmählich Sinn machen und der Leserin Sinn geben. Und so ist der Roman Der endlose Sommer, wie es steht. Beweis. Ein Requiem. Eine Totenmesse, ja. Ersten Endes ist der endlose Sommer ein Versuch, die Erzählung als pure Musik zu schreiben, als ein Requiem, wie das Requiem von Giorgi Ligeti. Ein Stimmengewirr von sterbenden Lebenden, eine Sinfonie aus Schicksalen, die noch sehr jung in dem Komponistengriff der Erzählerin zusammenkommen und zusammenbleiben wollen, für immer diese endlose Sinfonie leben und singen. Und doch eines Tages plötzlich, wie in einem Moment der Unaufmerksamkeit, den Kontakt zu den anderen verloren haben und mit dem eigenen allzu singulären Schicksal alleine sind, die dann in ein unaufhaltsames Rollen kommen, wie eine Satzlawine von der Erzählerin in einer fallenden Kadenz bis zum Schicksalsende erzählt, austönen. Aus der Musik bist du entstanden, zur Musik sollst du wieder werden, in der Musik sollst du wieder auferstehen und für immer leben. Und wie der endlose Sommer,
der erste Teil meiner Liebestrilogie ein Requiem ist, so ist der dritte und letzte Teil mein neuer Roman Lamento, der nächstes Jahr bei Kiepenheuer und Witz erscheint. Wie der Titel sagt, ein Jammergesang, wie Königin Didos Abschiedslied vor ihren Selbstmord oder unumgänglichen Freitod in Henry Purcells Renaissance-Oper Dido und Aeneas. Genau weil die Musik eine andere Welt für die Sprache unzugänglich ist und also im wahrsten Sinne keinen sprachlichen, diskursiven Sinn macht. Es handelt ja, aber nichts von etwas, was man benennen kann. Und so kann man es nur hören und spüren. Und dieser körperlich-geistige, aber sprachlosen Sinn ist der einzige, der die Musik uns geben kann. Und genau deshalb ist sie, wie in der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach, o jauchzet, preiset die Erzählerin, göttlich. Genau weil der wahre Romansatz und die wahre Romansprache vorerst Musik und also nichtssagend ist, kann sie wie keine andere Sprache, die journalistische, die akademische, die alltägliche und so weiter, das Wunder der Literatur schaffen, eine neue Welt, Erlösung, Wiederauferstehung, Liebe und Leben jenseits des Todes. Also sprach wer? Wer spricht denn, wenn die Sprache singt und vorerst nur ohne und ohne Bedeutung ist? Niemand, niemand spricht. Das weiß die wahre Dichterin, wie Friederike. Deshalb kann sie auch mit 95 Jahren täglich ihr Leben fortschreiben. Wie die Amsel in der Morgendämmerung, wie die Nachtigall in der Mitternachtsstunde, fängt sie jeden neuen Tag und jede neue Nacht wieder an zu singen. Und was es bedeutet, das merkt man besonders bei ihr, die Schwalbe Mayröcker, ist vor es erst nichts als Klang, als Ton und Intonation, als Stimmung. Und erst allmählich, wenn man als Leser oder Leserin sich einfach dieser Musik hingibt, fängt sie an, auch Sinn und Welt und Schicksal und vor allem Erinnerung und verlorene Zeit zu machen und zu geben. Aber genau was sie, Schwalbe, Amsel, Nachtigall, mir erzählt, das wird mir nie ganz klar. Mit Friederike lebt man für immer in der Schwebe der Musik. Cause it don't mean a thing if it ain't got that swing. Du-ab, 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 du. Ja, man hört mal, wie sie swingt. Sie bewegt mich, versetzt mich und mein Lesen ins Tanzen. Die Schrift als Bewegung, der Satz als körperliche Bewegung und Atemzug. Der Satz bewegt sich in die Welt hinein. Er tanzt mit der Welt und im Tanz verwandeln sich beide. Welt und Satz und auch die Schreibende. Sie wird im Schreiben, im Tanz eine andere. Ja, jeder Satz muss ideal gesehen ein Vorschlag für ein strahlendes Leben sein, ein Leben oder wenigstens ein Aspekt des Lebens greifen, begreifen, formulieren und darstellen im Licht der Sprache. Wie kann man das Leben schreiben und das Schreiben leben in ein und derselben Bewegung an einem Möbiusband? Jeder Satz muss einzig neu finden und erfinden sein. Und nicht jeder Satz gelingt, man muss das Scheitern wagen, sondern sonst findet und erfindet man nichts und nie. Der Satz ist ein Einsatz, einmalig und zugleich Teil und Glied einer größeren, ja weltumfassenden Bewegung, der Roman. Jeder Satz ist ein Eingriff, ja eine Testsprengung
in der Geschichte der Menschheit und deren Universum. Der Satz ist politisch. Er schafft eine neue Welt mit einer neuen Weltordnung. Er schafft nie erhörte Klänge. Karl Heinz. Wie die Französische Revolution ist der Romansatz ein Versuch, den man wagen muss. Man muss die Version verwirklichen und mit ihr eine andere Welt, mit ihrer anderen Ordnung, Kalender, Raum und Sprache wagen und damit riskieren, nichts nur zu scheitern, sondern auch eine Katastrophe, Gewalt, Blut, Wallung und Konspirationsrausch in der Welt als Lawine in Gang zu setzen und als die Verantwortliche, wie Robespierre, dafür öffentlich guillotiniert zu werden. Das, was den literarischen Satz von alle anderen Satzformen und Sprachen, journalistischen, technischen, alltäglichen, mündlichen, aber nicht von der Form besessenen Rechtssprache unterscheidet, ist, dass er merkbar ist, materiell aus Fleisch, Spucke, Blut, Kot, Knochenmark und Aerosolen. Der Romansatz stinkt und steckt an. Falls ein Satz aus dem Roman gleitet und durch eine Ritze unter die Matratze aus Sicht verschwindet, dann spürst du ihn in deinem Schlaf wie die Prinzessin in Andersens, die Prinzessin auf der Erbse. Am Morgen wirst du gefragt, wie du geschlafen hast. Oh, so seltsam märchenhaft. Ich habe die ganze Nacht geträumt. Gott weiß, was in meinem Bett gewesen ist. Ich habe auf etwas Lebendigem gelegen, so dass ich am ganzen Körper elektrisch bin und außer mich geworfen, ganz braun und blau. Oh, verrückt, ich war in eine andere Welt und nicht mehr ich, sondern eine Fremde, mein Nächster, mir völlig unbekannt. Wie der ganze Roman und die Romanschrift ist der einmalige Satz politisch und muss es auch sein. Er schafft eine neue Welt, er schafft nie erhörte Klänge, er schafft Auswege und Umwege, Hingabe und Horror und Nachdenken. Der Satz ist politisch, aber du kannst ihn nicht politisieren. Er lässt sich von niemandem, keiner Partei, keiner Bewegung, weder rechtsradikal, kommunistisch noch genderpolitisch instrumentalisieren. Der literarische Satz ist unabhängig und souverän und beweist sich, indem er seine Urheberin verrät. Er widerspricht ihr oder ihm. Er ist immer vieldeutig und gerne paradox und unausschöpflich und muss endlos wie die Bibel und der Koran gedeutet und neu gelesen und interpretiert und ausgelegt werden und lässt sich doch nie erklären und voll übersetzen. Er ist einmalig und radikaler als die radikalste politische Bewegung. Mit jedem neuen Satz in dem Roman musst du als Autorin, aber auch als Leserin, dein Wissen und deine Haltung, dein Leben und ich riskieren und aufs Spiel setzen und verlieren. Du musst beim Lesen sofort seinen dich entblößenden Verrat spüren. Ihn zu lesen muss in gewisser Weise für dich peinlich sein und mystisch zugleich. Und für die Autorin vor allem fremd. Habe ich das wirklich geschrieben? Nein! Aber im Gegensatz zu dem Satz musst du als Autorin ihm, diesem dir fremden Satz mit seiner verrückten und verrückenden Aussage völlig treu sein. Wenn du ihn geschrieben hast und danach und auf ihm geschlafen und am nächsten Morgen am
ganzen Körper völlig braun und blau bist und weißt, dass er wirklich wahr ist, musst du ihn gegenüber deiner Lektorin, deinem Übersetzer, Kritiker und der ganzen lesenden Welt und Öffentlichkeit wie ein Gläubiger verteidigen, auch wenn seine scheinbare Aussage dir peinlich und dich bloßstellend und vielleicht sogar politisch unkorrekt ist, musst du ihn verteidigen, als ob es dein Satz wäre. Wo ist der Moment, das weltumschaffende Ereignis, wo dein Satz dich verrät und dir fremd und unerhört wird? In dem Moment, wo die Sprache mit ihrer Sinnfühle sich in Musik verwandelt und damit unergründlich ganz Geist und gleichzeitig materiell Schallwelle, vibrierende Atome wird. Aber natürlich und leider kann nicht jeder Satz, auch nicht in den besten aller Romane, auch nicht in meinen, dieser Idealsatz sein. Auch in meinen Romanen gibt es hier und dort einen Satz, der für sich und aus dem Romanstrom der Sätze wie ein silberner Fisch gerissen und hier auf den todkalten Poetik-Labor-Aluminiums-Seziertisch. Das war ein Wort. Poetik-Labor-Aluminium-Seziertisch. Immer noch zappelnd, als Beweis geworfen, nicht so unerhört weltschaffen ist. Die gibt es auch, diese Sätze, die nicht so unerhört weltschaffend ist. Sätze wie, ich schlage es zufällig im endlosen Sommer auf. Und wie heißt du? Fragte er. Oh, aber, und das soll nicht als eine Verteidigung meines allzu menschlichen Scheiterns gesagt werden, sondern weil es auch wahr ist. In keinem Roman ist der einzelne Satz zitierbar. Der ganze Roman ist ein Satz, eine Musik, eine Welt. Und so ist auch dieser für mich als ich peinliche Satz. Und wie heißt du? Fragt er. Nur eine Fluktuation in dem gesamten dicht durchstrahlenden Requiem namens der endlose Sommer. Und doch und paradox muss ich mit jedem neuen Satzwurf im Gesamtsingwurf alles wagen und danach streben, eine ganze weltsprengende Welt, eine ganz neue Sprache, Grammatik, Satzbau und Gebäude, Musik in und mit diesem einmaligen Satz zu entwerfen. Und in meinen Romanen ist der erste Satz entscheidend. Es muss mich, er muss mich aus mir und die Leser aus sich und der Sprache und den grammatikalischen Regeln und alle Dogmen hinaus schleudern, überfordern und übertreten und alles riskieren, sogar riskieren, wenn nicht alle, dann doch einige potenzielle Leserinnen mit diesem ersten Satzwurf, mit diesem ersten Wurf zu verlieren und muss doch unwiderstehlich verführend sein. Gibt es wirklich so einen einmaligen Satz? Ja, sage ich. Behaupte ich, beweise ich. Ich lese die ersten beiden Sätze aus der Endlose Sommer und zuerst aus Das Monster. Und aber zwar nicht im Original, sondern in der Übersetzung, die auch alles riskiert und geschaffen hat, dank Hannes Langendörfer. Hört mal.
sagen wir Herbst 1993, die Zeit unmittelbar nach dem Mauerfall und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. In irgendeiner europäischen Großstadt, Brüssel oder Wien, vielleicht Paris, bekommt ihr zufällig eine Freikarte für eine Vorstellung der in Avantgarde-Kreisen bereits legendären New Yorker Performance-Truppe The Wooster Group. Und nach der Show, die aus zwei Teilen besteht, der Fish-Story, einer Wiederverwertung von verworfenem Material und Szenen einer dekonstruierten Version von Chekhovs Drei Schwestern, und Emperor Jones, in dem sich zwei weiße Performer die Gesichter mit den als postmoderne Zitate fungierenden und jetzt nach der Jahrtausendwende nicht nur unmöglichen, sondern politisch unkorrekten und für einen weißen Performer direkt lebensgefährlichen Blackface-Masken zugeschmiert, mit je einem Mikrofon und vor je einer Kamera unten vor der Bühne, die keine Bühne ist, sondern nur eine Art flaches Stahlkonstruktion, wie eine Indoor-Bohrplattform, die mit Hilfe einer bestimmt irrsinnig teuren Maschinerie plötzlich in Bewegung versetzt werden und unter langsamen Dröhnen ihr vorkopernikanische Welt und ihre Performer die schiefe Ebene hinunter auf das Publikum zu oder hinüber aus seinem Gesichtsfeld kippen kann, leise, wie in einer Late-Night-TV-Show. Man sieht ihr Gesichter mit grafischen Strukturen verschwimmend und auf wechselnden, jeweils in schwarzen Kästen über die sonst nackte Bühne verteilten Bildschirmen, als würden sie sich unter Wasser bewegen, durch Eugene O'Neills Stück aus der Mitte der 30er Jahre nuscheln. Geht er gegen den Strom der den Saal verlassenden Europäer, steigt auf die Bühnenbohrplattform und überquert sie und fragt nach der Regisseurin. Punkt. Dieser Satz ist, wenn man ihn durchanalysiert, eigentlich und letzten Endes, wenn nicht politisch, dann sprachlich, grammatikalisch korrekt und ist doch einfach too much. Beim Lesen wird man schwindelig, verliert sich und seine Erdung, versteht einfach nicht so ganz und muss vielleicht nochmals wieder vom Anfang lesen und verliert sich dann doch wieder und muss irgendwann einfach weiterlesen, obwohl man schon mit diesem ersten Satz wie der namenlose Protagonist, der mit dem ersten Schritt in der neuen Welt und New York und seiner idiotisch einfachen und provozierend geradlinigen Architektur und Straßenschematik verloren geht, verloren hat. Die Leserin wird mutlos oder mutwillig der Protagonist, obwohl dieser nicht nur namenlos, sondern auch verrückt und verloren und ab und zu seinem anderen Jahrhundert mit dessen Neger und so weiter sogar politisch unkorrekt ist. Denn all das muss ich mit diesem ersten Satzwurf aufschlagen. Die neue Welt, in der du als Leserin sofort und mit dem ersten Satzschritt verloren gehst und dein eigener anderer wirst, der dich oder das, was von dir übrig ist, vielleicht sogar abstößt. Ich merke, dass ich vorher beim Fotosession ein bisschen zu viel geraucht habe. Und jetzt zum endlosen Sommer. Schon mit seinem ersten Satz widerspricht der endlose Sommer meinem Beispielen wollen. Auf den ersten Blick glaubt man, also der Leser und ich jetzt, dass das Requiem so anfängt. Der Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß.
Schön? Ein bisschen rätselhaft, spielerisch. Ja, an sich aber ganz unschuldig. Jungfräulich, ein kleiner Pop-Refrain. Der Junge, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß. Ja, ja, aber dieser erste kurze Satz und die darauf folgenden, auch ziemlich kurzen, die aber länger und länger und länger und länger werden, merkt, als merkten sie, was bald los sein und ex dem fasten Nihilo-Eck heraus explodieren wird, ist und sind aber nur das Vorspiel zu dem Requiem. Der fatale Moment für die alte Welt und die Leserin ertönt erst einen Augenblick später und ohne Wahrnehmung und ohne Warnung und ist grammatikalisch völlig unkorrekt und sogar versteckt in einer Parenthese, die aber keine richtige oder regelrechte Parenthese ist, weil sie nie mit einer korrekten Klammer abgeschlossen wird. Sie steht für immer völlig offen, in eine andere Welt aufgeklafft. Das gibt es ja nicht. Nein, eigentlich nicht. Und diese falsche Parenthese, dieser einmalige Satzwurf eröffnet, greift und stellt dar an sich eine ganze Welt und deren Hauptpersonen und sogar den ganzen Roman als Trailer. Wir hören jetzt in unserer Messias-Satz-Hochmesse. Sind Sie bereit? Glauben Sie? Die Salome hat ja von meiner Glaubensgemeinschaft gesprochen. Ich lese ein bisschen zuvor, weil dann merkt man es. Es beginnt, und dann mache ich so ein Zeichen, und das ist das Zeichen für den Anfang des Textes. Den Anfang. Es beginnt mit einem Jungen, einem scheuen Jungen, der vielleicht ein Mädchen ist, es aber noch nicht weiß. Dieser Junge, so hübsch, so zart, so rein, so scheu, spielt Gitarre in einer Band. Sie spielen auf einem Fest vor einer Menge junger Leute, die sie nicht kennen und von denen auch sie keiner kennt. Es ist ihr erstes Konzert und es ist dieser Abend und später kommt erst das Mädchen und dann doch nur wie ein flüchtiger Streif als Schatten, ein blendender Schatten, ein Schatten aus Licht. Die Mutter, dann die zwei kleinen Brüder, die an den Wänden, Regalen und auf den Schränken in den dunklen Kellerzimmern unter dem Haupthaus des Hofs herumklettern, wohin das Mädchen sich zurückgezogen hat, um dem Blick des Stiefvaters zu entgehen, seiner kränklichen, näselnden Stimme, seinem Gewehr, seinem Minderwertigkeitsgefühl und seinem Hass auf Frauen, der Angst, die er als Verachtung maskiert, und wo das Mädchen jetzt wohnt, im Keller, die Wände gepflastert mit Postern von Paul Young, der auf den Bildern jung und schön und verträumt aussieht, aber später sehr bald schon fett und versoffen sein und nach einem rasanten, unerbittlichen Abstieg sterben wird. Und dann, wie eine Epiphanie, ein blendendes Licht, die Mutter, ihre aristokratische Gestalt mit den langen, graziösen Gliedern und kräftigen Knochen, dem glatten elfenbeinblonden Haar, das ihr bis zur Hüfte reicht, und der Hingst, auf dem sie im Sommer durch den Morgendunst reitet, der von den Feldern aufsteigt, betrachtet durch eins der schmutzigen Fensterchen im Keller, wo er gerade aufgewacht ist und sich unter der Bettdecke aufgestützt hat, in der feuchten Wärme des Mädchens, das noch träge neben ihm schläft, das dunkle, runde, sanfte Mädchen mit den schmalen Knochen und den vollen, weichen Brüsten, die ewig mütige Genießerin und
die aristokratische nordische Mutter, ihre ranker Rücken und der Dampf aus dem schleimfeuchten Nüstern des Pferdes und dann, ohne Warnung, der Stiefvater. Eines Vormittags allein in der geräumigen Landküche, der schmale, scheue Junge und der Stiefvater, der sich ihm gegenüber hinsetzt und anfängt, von Waffen zu erzählen. Von Gewehren, Pistolen und nicht zuletzt von Kugeln, besonders von Dum-Dum-Geschossen und ihrem magischen Effekt. Das kaum sichtbare Loch in der Haut, hier, mitten im Solarplexus, wo die Kugel fast spurlos eintritt und dann, so wie sie ins Dunkel vordringt, hinten heraus explodiert und vom Rücken oder dem, was einmal ein Rücken war, nichts übrig lässt als einen blutigen, franzigen Krater. Die Geschichte des Stiefvaters, von den Kugeln und die des Mädchens, von den Detektiven, denen der Stiefvater dafür, dass sie der Mutter überall hin folgen, sobald sie am Ende der Allee abbiegt und außer Sicht und außer Reichweite seines Gewehrs ist, so viel Geld bezahlt, dass sie ihn ruinieren. Und er, der erst vor wenigen Jahren mit seinem älteren Bruder Buller den Vater beerbt und über Nacht Millionär geworden, einen Gutshof in Jütland gekauft hat, einen prächtigen Gutshof mit 16 Toiletten und Badezimmern, sich kaum das Benzin für seinen Gebrauchtwagen leisten kann. Eben jene Detektive, die er, der scheue Junge, nie zu Gesicht bekommt, obwohl ihre Schatten um ihn durch die verlassenen Zimmer huschen, wenn er allein durchs Haus geht und über die nie ein Wort fällt, auch wenn bis auf die zwei kleinen Brüder alle im Haus von ihrer Existenz wissen, ganz unverhohlen, wie ein religiöses Tabu, das alle mit größter Selbstverständlichkeit akzeptieren. Die Mutter, ihre Tochter und der Stiefvater, der weiß, dass sie wissen, sich davon aber nicht anfechten lässt, auch da kein Geheimnis daraus macht, als würde der Schrecken dadurch, dass er unverhohlen und unaussprechlich ist, noch lähmender. Und als würde die aristokratische Aura der Mutter ihrer Unantastbarkeit dadurch, dass sie mit ihrem Leben, ihrem Alltag fortfährt, als wäre nichts, nur noch erhabener. Was den Hass und die Verzweiflung, das Gefühl von Minderwertigkeit und die Besessenheit, die den Stiefvater verzehren, ins Groteske steigert. Er wird von Tag zu Tag blasser, magerer, verbissener und verbitterter und noch fester entschlossen, diese Frau niemals gehen zu lassen, sie nie freizugeben. Und wenn es ihn ganz verzehren sollte, und das wird es, aber noch nicht jetzt, erst verschwindet er einfach und eines Tages ist er plötzlich weg und der Sommer fängt an. Ein endloser Sommer, in dem nichts geschieht und in dem er, der schmale Junge, aus der Welt fällt, der Welt, aus der er kommt, hinein in jene andere Welt, die eine Welt für sich ist, wo die Zeit und Licht stillstehen und der Staub in der Luft schwebt und flimmert und niemand irgendetwas tut, außer leben. Als befänden sie sich in einer anderen Zeit und an einem völlig anderen Ort auf der Welt, als wäre der Weiße Hof ein Gouverneurspalais auf St. Croix in den letzten Tagen des Kolonialreichs, wo alles zu spät ist und mit einem Mal endlich erst möglich. Punkt. Ein sogenannter Wasseruhr.
Eigentlich hätte ich nur diesen einmaligen Satz lesen sollen. Dreimal. An drei Donnerstagen im November, Dezember 2020 hier im Literaturhaus Zürich. Denn in diesem einzigen Satz formuliert sich fast meine ganze Poetik und wird dadurch auch für mich klar, warum schreibe ich, was soll und kann und will der Romansatz und wie ist die Verbindung zwischen mir als Schriftstellerin und dem Satz, wer ist wessen Urheber und Verantwortliche und so weiter. Aber zuerst, was steht eigentlich in dem Satz? Was wird hier formuliert? Wie viel Welt, Wesen, Zeit und Raum entwirft dieser Satzwurf und wie? Und später, also nicht jetzt, und doch jetzt, eine ganze Welt, die noch nicht da ist, ist schon da. Wie ein flüchtiger Streif, ein Schatten, ein blendender Schatten, ein Schatten aus Licht, also paradox. Wie schon angedeutet, aber noch nicht gesagt, der Romansatz ist paradox und daher nicht instrumentalisierbar, weder politisch noch moralisch, ethisch oder als Beweis gegen die mutmaßliche Schriftstellerin und ihre mutmaßliche politische oder ethische Gesinnung und so weiter. Und was ist es, das erst später kommt und doch schon jetzt so blendend wie nur ein Schatten erscheint? Erst das Mädchen, die Mutter, dann die zwei kleinen Brüder, der Blick des Stiefvaters, sein Gewehr und mit ihm sein Minderwertigkeitsgefühl, Hass, Angst und so weiter, die Dumm-Dumm-Geschosse und die Detektive, der Gutshof in Jütland, sogar der Tod des Stiefvaters und mit ihm aber nur als Ahnung blendender Schatten, der Tod überhaupt und der Tod der Hauptpersonen, dieser allzu menschlichen Menschen, die wir schon mit dem ersten Satzwurf lieb haben. Und vor allem erscheint hier der Sommer, ein endloser Sommer und in ihm jene andere Welt, die eine Welt für sich ist, wo Zeit und Licht stillstehen und der Staub in der Luft schwebt und flimmert wie die Erinnerung und niemand etwas tut außer leben. Kurz und in einem Satzwurf und als Poetik, der Romansatz ist Weltentwurf und Erzählung und dadurch auch Stimme, Erzählerin-Stimme. Und also Musik, er ist dreidimensional, also Weltinnenraum schaffend, Weltinnenraumentwurf. Und in diesem, bevölkert mit Lebewesen und deren Eigenschaften, Gefühlen, Leben und Tod, und er ist auch Plot, hier sogar Kriminalplot mit Detektiven und Beschattung und Dumm-Dumm geschossen, also Drama und vor allem utopisch. Der wahre Romansatz entwirft eine andere Welt, aber eine diesseitige, eine andere mögliche Welt mit einer anderen möglichen Weltordnung und Lebensform. Ja, genau die andere Lebensform, die der namenlose Protagonist in das Monster durch den ganzen Roman wandernd und sich verlierend sucht, wird hier schon hier in einem Wurf dargestellt, nicht nur mit anderen menschlichen Regeln, auch mit einem anderen Zeitbegriff. In dieser anderen utopischen Welt steht die Zeit und damit auch das Licht still und die Menschen tun nichts als, wie Verwirklichungen von Heideggers Vision, einfach da zu sein und leben. Und hier ist alles zu spät und deshalb Wink an Agamben und seine Hoffnungslosigkeit als unsere einzige Hoffnung und Öffnung in der erlösenden Handlung. Damit erst endlich möglich. Ja, vielleicht sind wir hier in der paulinischen Endzeit die Erlösende und nicht Messias, sondern der Romansatz tritt durch die Tür der Geschichte hinein und erlöst uns. Ja,
Eigentlich ist es sinnlos und nur Eitelkeit und Kulturbetrieb und Zeitvertreib, über Politik zu vorlesen und zu reden und zu schreiben. Wenn es nicht schon alles im Romansatz steht, dann ist meine Poetik ja nur Rhetorik und ja, Eitelkeit, Koketterie. Oh. Geht es um Politik, muss man einfach nur zitieren. Und erst dann kann man vielleicht als Restzeitvertreib, wie ich eben das Zitierte, analysieren und auslegen. Ja, aber. Und für diese meine Zirkelpolitik-Dozentur glücklicherweise steht doch nicht alles in diesem einmaligen ersten Satz. In diesem Weltentwurf bekommen wir keine Ahnung, nicht mal einen Hauch eines blendenden Schattens von den zwei jungen Portugiesen und mit dem einen von ihnen der Liebe. Der Liebe, der Liebe, die große, alles umwerfende und alles wieder aufrichtende Liebe, um die sich doch ersten Endes alles wie der Erinnerungsstaub in dem stillstehenden Zeit und dem Licht dreht. Und außerdem, und das ist auch ein Grund zum Weiterschreiben, mich nicht nur diesen endlosen Sommer zu hinterlassen, sondern weitere Romane und Satzwürfe wagen. Dieser einmalige Satz ist nicht so schön problematisch und mich verratend wie der erste Satz von Das Monster mit seinen politisch unkorrekten Blackface-Masken. Mit jedem neuen Roman muss ein ganz neuer und nie erhörter Satz zur Welt kommen und mit und in ihm eine neue andere Welt und Vision, eine andere Lebensform und so weiter und damit eine neue oder erweiterte Poetik. Ja, jede Poetik ist eine Work in Progress und nie die endgültige. In Das Monster wird eine andere Welt mit einem anderen, dunkleren und nicht so märchenhaft stillstehenden, sondern dämonisch vibrierenden Licht und eine dunklere und nicht so romantisch klingende, sondern dämonisch und politisch problematischere Musik entworfen, die aber deutlich in Verbindung mit der Musik in dem endlosen Sommer klingt, wie ein Kritiker schrieb, das Nachtstück zum Taghellen der endlose Sommer. Und irgendwo in dieser Verbindung von und Grauzone oder Dämmerung zwischen Nacht und Tag, Dunkel und Licht, befindet sich ich, die Schriftstellerin und für alle Verantwortliche, die aber, wie Jesus sagt, nicht weiß, was sie tut, obwohl sie es so präzise wie nichts anderes in ihrem Leben tut und trotzdem in dem Moment, wo der Satz plötzlich dasteht, von ihm wie eine Hülle abgestoßen wird und keine Urheberrechte über ihn hat, ist nicht mehr ihr Satz, er gehört der ganzen lesenden Welt und trotzdem ist sie für ihn verantwortlich und muss ihn gerecht verteidigen. Aber gegen was denn? Zum Beispiel gegen Vorwürfe und vor allem gegen Vereinfachung. Ja, hier zuletzt werde ich und damit meine zweite Zürcher Politikvorlesung aus dem Utopischen in die kleine, armselige, beschränkte, erschrockene und visionsarme Gegenwart schrumpfen. Und mit ihr banal werden. Da was ist denn los, Madame? Na, eigentlich nichts. Weder in der deutschen noch der dänischen Öffentlichkeit ist es problematisiert oder mir vorgeworfen worden. Und im Grunde ist es absurd und sehr protestantisch, sich selbst hier auf der großen Bühne anzuzeigen, als wäre es nicht das Literaturhaus Zürich, sondern das oberste Gericht. Aber
Im Lektorat bei Kiepenheuer und Witsch wollte man anfangs am liebsten unbemerkt hinter dem Vorhang das im dänischen Original auftretende Wort Neger, also Neger, aus dem deutschen Monster zensieren und hoppla verschwinden lassen und wie immer nicht nur, weil es für meine hochgeschätzte Lektorin und ihr feinfühliges, und das meine ich, Sprachgespür problematisch war, nein, auch weil man eine gewisse Angst hatte, potenzielle LeserInnen zu verscheuchen oder gar zu kränken und hinter allem wohl auch aus PR- und Marktgründen, weil man mit der in unserer Zeit und Welt fast als Naturgesetz empfundenen Marktlogik Angst hatte, mit dem Wort nicht nur potenzielle Leser abzustößen und zu verlieren, sondern vom finsteren Schatten des Wortes als Konzern und Brand in ein schlechtes Licht gestellt zu werden und also, naja, Geld zu verlieren. Und so musste ich den Gebrauch des Unwort im Roman verteidigen. Und wie konnte ich das hier in unserer Gegenwart? Ich sagte, oder jedenfalls versuche ich jetzt zu sagen, jeder wahre Roman ist eine andere Welt in diese Welt eingefaltet, die im Lesen in dieser Welt entfaltet wird mit ihrer anderen Weltordnung und vor allem einer anderen Sprache, die, wie die Atombomben, die über den Bikini-Inseln Test ausgelöst wurden, als wäre sie eine Art atomarer Essay, der von den Lesern an der gegenüberliegenden Küste mit Sonnenbrillen gelesen wurde, so wirklich wie keine Wirklichkeit zuvor, durch die Haut und Knochen, Blut und Gehirnen strahlten. Und in dieser anderen Weltstrahlung ist das einzelne Wort Atom nicht eine Welt an sich, die sich an sich oder gar in dem Satz, in dem sie kurz aufstrahlt, isolieren und vereinzelt sehen und lesen lässt. Es gibt dieses Wort Atom nur als kleinsten Teil in dem ganzen Roman, als einziger Entwurf und strahlende Bewegung. Und so kann man kein einzelnes Wort aus dem Strahlstrom der Sprache fischen und auf den Seziertisch werfen und für sich lesen. Man muss es im strahlenden Strahlenstrom lesen und so weder kann noch will ich hier das Wort Neger an sich verteidigen. Und doch will ich kurz die Sonnenbrille abnehmen und geblendet sagen, dass das N-Wort nicht von mir, der mutmaßlichen Autorin, noch von der Erzählerstimme, sondern von dem namenlosen Protagonisten gedacht wird, und zwar in dem Jahr, das vielleicht, ich zitiere, sagen wir Herbst 1993 ist, und zwar in New York und also in USA, wo er als Fremder, sogar Europäer, durch diese andere sogenannte neue Welt wandert, mit ihren seltsamen Vorstellungen und Konflikten und Unrechten und wo man zum Beispiel bis in die 1960er gerichtlich sanktionierte Apartheid hatte und wo in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts keine schwarzen Schauspieler auf den Theaterbühnen auftreten durften und die Schwarzen dann bizarrerweise von weißen Schauspielern gespielt wurden, nichts als Menschen wie ich, sondern als Neger. Und wie er im Sprachstrom des Romans denkt, im guten alten Broadway-Musical Negertanz, was ihm, dem Protagonisten, ziemlich bizarr und ja, Welt als wahrheitsfern inszeniert und kulissenhaft vorkommt. Hammer. Aber wie gesagt, diese Wörter inszeniert kulissenhaft, Broadway, Musical, Negertanz, weiße Schauspieler und Blackface-Masken, ja sogar guten und alten, sind nur subatomare Wortpartikel, die in dem Roman namens, ja, das Monster,
kurz auf oder in uns durch Haut, Blut, Kot und Knochen, strahlend fahren im Strom der Testsprachsprengung. Ja, jeder wahre Roman ist ein Essay, ein Versuch, eine durch dich strahlende Testsprengung des und der, wie der Titel dieser Vorlesung dunkelstrahlend sagt, utopischen, alles umgreifender, denn aller Welt Innenraums, körperlichen Bewegung und Atemzugs, Zeitdeltas und Stimmentanzes, also Musik. Und der Rest ist, meinen verehrten Zuschauerinnen und Herren, im Weltall und Netz, der Rest ist atomar winterliche Silence. Vielen, vielen Dank, Madame Nielsen. Es gibt bestimmt genug subatomare Wortpartikel, über die morgen bei den Werkstattstoffgesprächen gemeinsam debattiert werden kann. Leider können wir nicht dabei sein. Es ist nur für die Studierenden. Und nächsten Montag geht es weiter mit der dritten Poetikvorlesung, die Fremdsprache als Heimkehr und Ursprung.